Ja, also ich bin auf dem Weg zur Arbeit gewesen, habe dann WhatsApp von meiner Cousine bekommen, die in dem Nachbarhaus wohnt, Jasmin Schlieper, und die meinte, ja, sie bräuchte schnell die Nummer von unserem Onkel, da wäre wohl das Haus halb zusammengebrochen. Und im gleichen Moment habe ich vom Arbeitgeber mitbekommen, dass ich gar nicht mehr bei der Arbeit erscheinen muss wegen dem Sturm, mich nach Hause gefahren, meine Schwester eingepackt und dann halt direkt hier hin. Und da haben wir schon gesehen, dass der ganze Dachstuhl halt weg war. Und nachdem der Sturm ein bisschen gelegt hat, haben wir halt alle unsere Sachen gepackt, Helme geholt, Schippen. Und dann mit dem Rest der Familie und Freunden vor allen Dingen auch von meinem Onkel dann angefangen, hier den ganzen Dachstuhl erstmal leer zu räumen, damit man das provisorisch ein bisschen abdichten kann, damit es heute Abend auch nicht reinregnet. Genau, also zuerst war es wohl so, meine Tante hat die Feuerwehr gerufen, die waren noch im Haus drinnen tatsächlich. Und dann hieß es erst, sie sollte drin bleiben, weil die Angst hatten, dass wenn sie durch die Haustür da geht, dass dann die herabfallenden Ziegel sie treffen. Und als das ein bisschen abgeflacht ist, durften die halt das Gebäude verlassen, haben sich dann bei meiner Tante nebenan dann im Wohnzimmer erstmal gesammelt und dann besprochen, wie das hier weitergeht. Ja. Ja, die Hilfsbereitschaft ist auf jeden Fall sehr groß. Ob Nachbarn, Freunde oder Verwandte, es sind eigentlich alle, die davon gehört haben, hier direkt hingekommen und haben mit angefangen. Das ist, ja, das ist sehr schön. Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen, ich hatte einen Arztbesuch und auf mal ein lauter Krach und ich denke, was ist das denn? Ich guck nach draußen, da sehe ich schon die ganzen Ziegel auf der Straße und dann denke ich, das ist doch nicht nur 3-4 Reihen. Und dann habe ich meinen Mann informiert und der sagte sofort Feuerwehr rufen und das habe ich auch sofort gemacht. Die waren auch in 3 Minuten da und dann schellte der Feuerwehrmann und ich habe gesagt, meine Güte, sage ich, da ist ja das halbe Dach abgedeckt. Da sagt er, nein, das ganze Dach und die Giebelwand auch noch dazu. Da war ich erstmal so richtig geschockt. Ja, also, aber da wir so eine tolle Nachbarschaft haben, die waren sofort einsatzbereit und sind auch jetzt noch da und helfen aufräumen und alles und das Dach wetterfest machen und morgen geht es weiter. Ich kann mich nicht beklagen, die haben alle so einen Einsatz gezeigt. Sowas findet man wirklich nicht oft. Da sind wir wirklich froh rum. Und jeder Nachbar steht hier für den anderen ein, wenn sowas passiert. Wir sind sehr glücklich darüber. Und der erste Schock ist jetzt aber im Prinzip erstmal überwunden? Ja, so ziemlich. Sitzt natürlich noch irgendwie in den Knochen drin. Das kann ich auch nicht leugnen. Das Fachwerk ist nicht eingestürzt, die Pfannen sind runtergeweht worden. Der Giebel ist umgefallen und die Pfannen sind dadurch runtergeweht worden. Das Schwierigkeit hierbei ist, dass hier unten auch noch Wohnbereich drunter ist. Und das ist jetzt die große Aufgabe, aber das haben wir ja schön durch die gesamte Nachbarschaft, die räumt auf. Die räumt alles zur Seite. Somit wird jetzt oben Folie und erstmal regendicht gemacht, sodass es für 1-2 Tage hält. Und jetzt haben wir es auch noch so weit gekriegt, dass wir den Gerüstbauer morgen zu 90% hier haben. Und vielleicht kriegen wir es am Samstag sogar noch dicht. Von oben drauf. Die nächsten Aufräumarbeiten sind schön gelaufen heute. Super sogar mit der Nachbarschaft. Die nächsten Arbeiten wird sein, das Gerüst aufzustellen, damit die Leute oben alle sicher arbeiten können.